Hallo und willkommen zurück auf meinem Channel. Heute mit einem Rezept für euch und zwar, weiß nicht, erst ein Not Flurry. Not Flurry, nicht anders wie der McFlurry, just um ein bisschen mehr gesund. Was wir dafür brauchen, ist erstens mal ein Mixer. Ein Mixer, der stark genug ist, für Eis zu crushen. Das ist wichtig. Wir brauchen als Basis für Eisglas ein Protein. Ich favorisiere den SPC von Nutritec, weil er einfach ein bisschen mehr dickflüssig ist. Nicht einfach eine geniale Konsistenz. Ich habe noch keine andere Way von den das nämlich durchlesen möchte. Und hier ist Geschmacksrichtung Kokosnuss. Für wen? Er hat nicht so viel Gut. Und dafür kann ich ihn mit Flavor Drops, so wie hier von Nutrifull, mit Flavor Drops kann ich ihn dann den Gut geben, den ich will. Hier ist White Chocolate. Und natürlich wird hier von einem Glas an dem Sinne nicht fehlen, das ist natürlich Eis. Dafür braucht man eben auch noch Eis. Für das allererst machen wir ein bisschen Proteinpulver und Eistöpfchen. Was dann trockend ist, ist es Wasser oder ich mache ein bisschen Kokosnuss Alpro dran. Hat 400 ml 20 Kalorien, also nicht massive Kalorien. Die können auch normale Milch dran machen, die können auch Mandelmilch dran machen. Alles, was das Herz begehrt. Das heißt, ich habe plus minus 200 ml gewischt. Normalerweise meine ich deals, mir fällt die Küche so gut wie Eidl aus, finde ich den noch ganz gut. Und ich habe noch ein paar Kalorien übrig. Da könnt bei mir so ein Feierdeckel drauf. Moment! Da könnt ihr dich noch ein bisschen. Flavor Drops kommen dran, iPhone Nutrifull. Einke rüsseln, für das der Puder sich vermengt. Und ab der Matt. Und Maschine. Gucken wir, ob Konsistenz gut ist. Ei. Cremisch. Perfekt. Voilà. Das ist mein persönliches letztes Mal zu am Tag, was eigentlich ein ganz banaler Shake ist. Aber ich finde es lieber in der Form. Das ist einfach geil. Das ist einfach an der Diät, besser wie Christtag. Probier das selber aus. Ich verlinke euch natürlich hier drin all die Produkte, die ich genutzt habe, inklusive den Mixer.
Und da wünsche ich euch viel Spaß beim Nukochen und ich genieße mein Glas. Respektiv mein Not Fleury.